Bam Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Let's Go Evoli. Letztes Mal haben wir Lavandia direkt wieder verlassen, weil wir... Haben wir Pummeluff? Weil wir wahrscheinlich ein Sylph-Scope benötigen, das wir noch nicht haben. Deswegen sind wir vorsichtshalber erst nochmal rausgegangen, bevor wir da weitergehen. Pummeluff wollte ich gucken. Haben wir. Wunderbar. Deswegen gehen wir jetzt erstmal in Richtung Prismania, um uns dort ein etwa solches zu schnabulieren. Nicht wahr, alter Mann? Mich hat es schon an die merkwürdigsten Orte verschlagen. Ja, ich schlag dir gleich eine. Vielleicht. Baldur. Mit deinen geilen Würfeln. Und einem Goldking. Das sollten wir eigentlich mit Edgelord sogar hinkriegen. Oh, es ist Level 35. Oh Gott, ich rieche einen Hornbohrer. Und das ist nicht gut. Es ist 10 Level über mir. Hornbohrer ist... Oh Gott, das könnte echt eklig werden. Das dürfte wahrscheinlich sogar auch noch schneller sein als ich. Ich glaube, wechseln bringt da jetzt erstmal gar nichts. Sterben würde ja jeder dann. Ich glaube, ich muss es riskieren. Ich darf Donnerblitz gehen. Es hat verfehlt. Und es reicht nicht für ein Two-Hit. Andere Möglichkeit wäre natürlich gewesen, auf Nojiko zu wechseln und erstmal Schlafpuder einzusetzen. Aber das würde jetzt auch nicht mehr helfen. Wir müssen so oder so zwei Züge da verschwenden. Und ich will lieber Edgelord verlieren als Nojiko. Ja. Was tun? Ja, ich kann eigentlich nichts anderes tun, ne? Ich kann nur weiter angreifen. Und daher... Oh Gott. Warum bist du auch nicht schneller, Edgelord? Weil jetzt müssen wir nochmal einen Hornbohrer aushalten. Aber ich glaube an dich. Ich glaube an dich, Edgelord. Hau es! Mach es platt! Augen zu! Ich hör's schon. Es hat nichts gebracht. Ich habe die Augen zugemacht, aber ich hab's gehört. Ich hab's gehört, wie der Hornbohrer kam. Nein! Scheiße! Aber da hätte ich jetzt auch nichts machen können. Da hätte ich tauschen können, wie ich will. Es ist halt instant tot. Finde ich wieder scheiße, solche Glücksspieler. Ich glaube, ich kämpfe gegen keinen einzigen Glücksspieler mehr. Die hatten alle bisher Hornbohrer, oder? Ich glaube, die haben alle mit Hornbohrer gekämpft. Was für eine Rotze. Und dann auch extra noch auf Level 35 gepusht. So ein nutzloses Pokémon wie Goldking. Das auf 35 überhaupt nicht gefährlich ist. Selbst wenn ich mit dem Abra kämpfen würde, wahrscheinlich. und dann so war's. Ein Hornbohrer. Ach Mann, Edgelord. Haben wir irgendjemand, der schneller ist als Goldking? Sonst müssen wir noch einen Hornbohrer kassieren. Ja, das ist eine Initiative von 55. Das ist schon recht schnell. Du bist auch kaum schneller. Du hast 70. Du könntest schneller sein. Wenn ich dich auch noch verliere, ey. Aber du bist halt am schnellsten. Du bist ist am wahrscheinlichsten, dass du schneller bist als Goldking. Von daher, Kaidos, bitte. Enttäusche mich nicht. Auch du wirst One-Hit sein. Ja, und ball mal erstmal eine Knisterladung. Aber wir sind schneller. Ah.
Aber toller Start, ey. Toller Start. Direkt mal einen Edgelord verlieren. Aber da konnte ich jetzt überhaupt nichts machen. Also ich glaube nicht, dass ich da irgendwas hätte machen können. Klar, bei einem anderen Pokémon wäre die Chance vielleicht irgendwie so 2% geringer gewesen, dass Hornbohrer trifft. Weil es auf ein bisschen höheren Level ist, aber... nee, alle anderen hätte ich sowieso viel weniger verlieren wollen als Edgelord. Ja. Von daher... I'm sorry. Kann ich nichts machen. Wir nehmen ihn ins Team für Edgelord. Vielleicht tatsächlich das frisch gefangene Abra. Aiden. Oder ein Dragosso. Aber wir haben schon Boden-Pokémon mit Dingens. Oder ein Kampf-Pokémon. So, mach mal. Aber das müsste ich tauschen, ne? Ich meine, ist nicht unmöglich, aber... ja. Was könnten wir sonst noch? Ein Alola Dicta. Tramad habe ich keinen Bock. Das habe ich irgendwie sonst oft genommen als Psycho-Pokémon. Vatikal, nee. Kani, ne. Wasser-Pokémon haben wir schon. Mauzi auch nicht. Sie ist Karib. Ja, ich weiß nicht. Pikachu Fred. Nein, Tanama. Ich weiß, du wirst es in die Kommentare schreiben. Aber nix da. Wir könnten einen Blutzug mal probieren. Ich meine, er ist natürlich nicht besser als Tanama, ist klar. Aber ja, wobei, ein Gift haben wir ja schon, ne? Ich will nicht zwei Gift-Pokémon haben. Also ein Omad hätte ich natürlich auch ein bisschen Bock drauf. Ich glaube... Kangama, Rihorn, Dragosso... Ist echt schwierig. Ich würde sagen, entweder Macholo oder Abra. Für Macholo haben wir noch keinen Spitznamen. Habe ich auch gerade keinen, der... ja doch, einer würde passen. Das ist ein alter Name. Macholo oder Abra? Macholo oder Abra? Das sind beides Tausch-Pokémon. Ach komm. Zur Feier des kürzlich eröffneten Arena Battles. Ja. Falls ihr das nicht kennt, schaut bei Nestflo vorbei. Ein cooles Projekt, das jetzt startet. Oder vielleicht auch schon gestartet ist, wenn dieser Part online ist. Wo ich Arena-Leiter bin. Und wie es der Zufall will, bin ich Psycho-Arena-Leiter. Und ja, deswegen passt ja eigentlich Abra ganz gut. Von daher nehmen wir jetzt Abra ins Team. Hier statt Edgelord Aiden. Ist auch schon Level 25. Krass. Ja, und dann würde ich sagen... Edgelord, wo bist du? Da müssen wir leider noch eine kleine Änderung vornehmen. Name ändern. Und natürlich Rest. Ach komm, Großbuchstaben. Rest in Peace. Edgelord. Okay, na dann. Haben wir jetzt Aiden im Team. Gucken wir uns direkt mal an. Bericht. Ein frohes Wesen. Das ist, glaube ich, Init Plus und Spezialangriff Down. Was nicht so geil wäre. Ja, Spezialangriff Down. Das ist nicht scheu sein können. Ich meine, Init ist ganz geil, aber Spezialangriff ist alles, was Abra hat. Davon lebt es doch, Mensch. Kann doch nicht seinen Spezialangriff droppen. Ah, na gut. Kann Abra eigentlich schon TMs lernen? Ist das möglich? Oder muss ich es erst zu Kadabra weiterentwickeln, was natürlich keine große Sache ist? Warte, wo ist die TM-Box hier? Kannst du natürlich auch wieder den Donnerblitz? Nee, Abra lernt scheinbar noch keine TM. Also Kopfnuss kann es, okay. Aber kein Donnerblitz. Alles klar, und Geo kann es auch. Na gut, okay. Von mir aus. Haben wir ein Sonderbonbon. Einfach, damit wir das ganz flott mal kurz entwickeln können. Wobei, ja doch, wir müssen es entwickeln. Ja, mit Teleporter alleine will ich eigentlich nicht kämpfen. Na dann, Flup. Level 26. Ain entwickelt sich.
Es ging schnell, dass du nicht mehr nutzlos bist. Aber okay. Du warst für eine kurze Zeit nutzlos. Immerhin. Aber jetzt bist du ein Kadabra. Und lernst keine Konfusion, weil du das auf Level 10 lernst. Oder Level 10, ich weiß nicht, ob es Level 10 war. Auf jeden Fall bei der Entwicklung. Die ja viel früher eigentlich geschieht. Wobei, Psykraft. Okay, ja, Psykraft brauche ich eigentlich nicht. Aber Psystrahl, das ist gut. Psykraft war, glaube ich, Genauigkeitssenken vom Gegner. Oh nein, ich wollte nicht nochmal einen Sonderbon, scheiße. Ja, egal, komm. Friss. Ist okay. Ich wollte eigentlich nur Bericht. Das dürfte, glaube ich, richtig sein, oder? Psykraft senkt die Genauigkeit des Gegners. Genau, genau. Genauigkeit 80. Wir brauchen sowas. So, Attacke verschieben hier, zack, bumm. Teleport könnte noch nützlich sein, theoretisch, um ins letzte Pokémon zurückzukehren. Kleiner Shortcut. Daher werden wir das mal behalten, aber definitiv noch den Donnerblitz jetzt beibringen. Du kannst keinen Donnerblitz? Moment. Hä, die Aber-Reihe kann doch safe Donnerblitz. Du willst mir jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass du keinen Donnerblitz lernen kannst. Aber fucking Geowurf. Und Schaufel, dass mir nichts bringt. Du kannst keinen Donnerblitz. Kann Simsala auch keinen Donnerblitz? Simsala kann doch wohl Donnerblitz lernen. Okay. Dann halt nicht. Immerhin haben wir den Psychstrahl. Der ist auch ganz nett. Was anderes müssen wir ihm auch nicht beibringen, weil er hat keinen Angriff. Nochmal kurz gucken, wie es nach der Entwicklung mit den Werten steht. Ja, Angriff ist nicht vorhanden. Ja, gut. Wie wär's mit dir als unser erstes Opfer? Du scheinst dich mit Pokémon auszukennen, aber wie steht es mit Naturwissenschaften? Bin ich auch ganz gut darin, möchte ich meinen. Dario. Tüftler mit dem Creepy Face. Meinem Smogon, ja, prädestiniert, unser erstes Opfer zu sein. Mit Aiden. Na dann, hau mal rein mit dem Psychstrahl. Dürft ja wohl ein One-Hit werden. Richtig so. Gut gemacht. Schicker erster Kampf. Warst du das schon oder hast du noch eins? Das war's schon. Ja, was für ein Reinfall. Lass dein Tablet doch nicht fallen, Junge. Das kostet Geld. Und ich knüpfe dir schon dein Geld ab, Mensch. Das ist ein Radikal. Hallo. Sind die Trainer nicht mehr hier? Das war meine Lieblingstrainer hier an der Stelle. Jetzt ist da nur noch einer mit dem Kack-Megafon oder was? Da standen drei Trainer hier in Reihe und Glied und der eine hat gesagt, es sieht total bescheuert aus, wie sie hier rumstehen. Das war meine Lieblingstrainer. Und die sind einfach nicht da. Na gut. Dann werden wir jetzt erstmal kurz bewegen. Lass mal Dirty Doris kämpfen. Wollte ich eigentlich mit Dirty Doris ein bestimmtes Level noch erreichen? Ah ne, ich habe eh keinen Mondschein, von daher, ja, egal. Hey, verrate dir was. Um einen Kampf zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Ja, oder einfach ein starkes Pokémon. Ja, den Kampf habe ich mal rausgeschnitten. Es war ein Blitzer, das keine Elektroattacke beherrscht. Außer Donnerwelle. Es war köstlich, sage ich euch. Köstlich. Nicht. Möchte jetzt natürlich kaum mit dem paralysierten Nidorina weiterkämpfen. Deswegen wechsel mal auf Cherry. Und das ist doch schon wieder so ein Glücksspieler. Oh Gott. Eigentlich will ich ja nicht. Aber ich habe schon gedrückt. Idiot. Dieser Kampf wird zeigen, ob ihr das Glück holt ist oder nicht. Bitte nicht nochmal so einer. Aber wir haben Cherry vorne. Der macht gut Schaden. Balthasar, bitte. Nein, es ist wieder ein Hornbohrer Pokémon. Aber es ist langsam und es hat eine Doppelschwäche fast. Oh, immerhin. Gucke extra auch wieder auf 35. Das ist ja unfaire Scheiße hier. Also immerhin One-Hit weg.
Ich glaube, ich sollte echt keine Glücksspieler mehr ansprechen. Die sind wirklich gefährlich. Gut, der war kurz und knackig. Den musste ich nicht mehr rausschneiden. Das ist gut. hier haben wir noch ein paar Mädels. Ladies. Darf ich kurz hier... Einen Moment. Darf ich nicht? Okay, dann halt nicht. Wir zeigen uns gerade gegenseitig unsere Pokémon. Willst du auch mitmachen? Ich kann euch auch Sachen zeigen. Woran hättet ihr denn Interesse? Leila. Ein Pikachu. Pikachu! Okay. Natürlich suboptimal für Cherry. Das heißt, wir werden mal... Eigentlich könnten wir auf Aiden wechseln, ne? Das dürfte eigentlich eine gute Maßnahme sein. Hier ein Kadabra entgegenzuschleudern. Mit einem krassen Löffel. Und dann kommt natürlich eine physische Attacke. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das Problem ist, ein Volltreffer wird wahrscheinlich ausreichen. Wobei... Ja doch, Volltreffer reicht. Aber wir risken es, komm. Wir sind wahrscheinlich schneller als Pikachu. Ja, wir sind ziemlich safe schneller als Pikachu. Wir haben ja noch ein Init-Wesen. Na, Psychstrahl. Könnten wir einen Two-Hit landen. Fast sogar ein One-Hit. Lichtschild. Okay. Mach du ruhig. Das will jetzt auch nicht mehr viel bringen mit den restlichen 3 KP oder so, die du da noch hast. Gut. Gut, das waren ein bisschen mehr als 3, waren vielleicht 10. Aber egal. So, Aiden kriegt ganz viele Erfahrungspunkte, da waren gar nicht so viele. Und ich bin grausam. Das ist okay, das bekomme ich genug aufzuhören. Habe ich daran gewöhnt. Ja, was ist mit dir? Maus ist so süß. Maus, Maus, Maus. Miau. Ja, ich glaube, es ist kein Geheimnis, was die für Pokémon hatte. Und dann direkt 3 Stück davon. Die alle One-Hit waren. Es war richtig episch, ja. Was hast du Schönes gefunden? Goldene Sananabeere. Moment, Sananabeere war ja die Banane. Da gibt es eine goldene Version, okay. Ja gut. Ja, hast du gut gemacht, Nushiko. Die stopfe ich dir dann richtig schön ins Müll rein. Ja, genau. Das hast du gerne. Den Riesenpilz kannst du auch gleich haben. Meine Banane und meine Pilze kriegst du. Träumchen. So, können wir eigentlich den da auch noch herausfordern? Ja, komm. Lass mal machen. Na, das macht Spaß, Pokémon zu trainieren, aber auch. Ja, kann sie ja beides miteinander verknüpfen. Das ist voll klug, Tüftler Otto. Magnetilo. Mensch, schon wieder ein Elektro-Pokémon. Ihr cheatet doch alle. Ihr guckt doch einfach alle meine Videos. Das ist total unfair. Dann... Wir könnten mal Keks wieder einsetzen. Hat jetzt auch schon lange kein Screentime mehr gekriegt. Kaidos natürlich auch. Wobei doch, Kaidos hat einen kurzen Auftritt gehabt bei Gold King, ja. Also. War schon mal on screen. So ein bisschen. So. Aber du machst jetzt erstmal einen Schaufler. Jetzt kommt gleich Erdbeben von Magnetilo und die sind tot. Nö. Wunderbar. Ich hoffe, das wird auch ein One-Hit. Wird es auch. Sehr gut. Gut gemacht. Kriegst einen Keks, einen virtuellen. Hast du dir verdient. Alles klar, so sieht's aus. Soll ich besser ein bisschen Schuhbank drücken? Ach, wie er weint. Wie er einfach flennt. Tja. Bringe ich eben die ganzen Nerds zum Weinen. Kann man machen. Ist hier ein Item? Nö. So, ich kann hier, glaube ich, nicht durch, oder? Weil der ist am Verdursten, ne? Genau. Wenn ich meine Arbeit auch nicht am solchen Durst. Das hast du dich aus. Wäre es jetzt ja richtig schön. Kamille-Tee.
mit zwei Stückchen Zucker. Dann müssen wir durch den Tunnel. Da kommen wir direkt in die zweite Stadt. Also da ist ja noch eine Stadt dazwischen. Ich kann mir nie merken, ob Prismania oder Safronia in der Mitte ist. Aber auf jeden Fall kommen wir so nicht in die Stadt in der Mitte, sondern direkt in die zweite Stadt. Wo ist hier das fucking Item? Hier, oder? Komm schon. Gib's mir! Heb es auf! Dankeschön. Perle. Ja, du bist mir auch so eine Perle, Mensch. So. Ja, was? Ja, was? Oder? Ja, ist was. Bitte. Ja? Ja, einfach anderer. Aber ja, mütlich. Das ist ein Item. Dann muss ich jetzt einen Scheiß auf den X-Teller. So, das war's. Ja, so, nehmen wir das. Einmal noch, das ist ja auch eins. Schließlich. Ja, ist ja wohl noch. Nochmal. Dann ist es scheinbar oben. Dann kracht wieder, dann kann ich gar nichts, aber Geld ziehen. Dann kaufen. Das ist ein Item hier. Ich sag dir, das ist sicher. Mütlich. Passt schon. Hi! Das Einkaufscenter von Prismania City ist so praktisch, weil es viele Waren im Angebot hat. Gehst du oft dorthin? Nee. Aber das hat meine Frage beantwortet. Dann sind wir scheinbar in Prismania. Flup. Da haben wir noch ein Abra. Ich habe gerade was gefunden, aber ich will erstmal das Item hier. Ein Elixier. Okay. Ich will eigentlich nicht gegen dich kämpfen, sondern erstmal das Item upgraben, das du extra für mich gefunden hast. Oder auch nicht. Du gönnst dir einfach ein bisschen Gras. Gut. Kann man machen. Ja, dann fahren wir dich mal raus, oder? Hey, du da. Lass mal hören, wie viele Einhorn du schon gesammelt hast. 1, 2, 3. Ja. Das ist verdammt viel. Mhm. Dafür, dass das Spiel schon so lange draußen ist. So, ein Raichu. Schon wieder ein Elektro-Pokémon. Das ist doch alles rigged hier. Nein, nicht kämpfen. Gottes Willen. Geh weg. Hau ab, Cherry. Ja, komm, da können wir jetzt Kaidos mal reinwechseln hier. Gegen Raichu. Der hat 3 Pokémon auf Level 28. Das ist nicht schlecht. Das ist echt ganz gutes Level, möchte ich meinen. Dann machen wir Schaufler, ja. Klingt gut. Lichtschild kannst du machen. Bringt dir nämlich gar nichts gegen den Schaufler. Jetzt kommt Raichu mit Erdbeben. Hier ein Donnerblitz, wunderbar. Flup. Das reicht leider nicht ganz aus. Gerade mein Handy vibriert? Nee. Ich bilde mir hier Sachen ein. Irgendwas vibriert. Es ist nicht meine Hose. Keine Sorge. So, Donnerblitz. Aua, der macht gut. Okay, es war ein Crit. Macht schon gut Schaden. Selbst unserem OP-Evoli, das gar nicht mehr so OP ist. Aber kriegen wir schon hin. So, ein Diktri hast du noch. Da können wir jetzt wiederum Cherry einsetzen. Das würde ich gerne machen. Oh, das süße kleine Evoli. Geht jedes Mal mein Herz auf, wenn ich das höre. Und zwar ein Kanto-Diktri. Ein stinknormales ohne Haare. Das ist doch schön. Ich mag das Alola-Diktri nicht. So, das macht erstaunlich wenig Schaden. Dafür, dass es nur ein Diktri ist. Also meine Diktri hat ja nicht... Das hält ja nicht viel aus, meinte ich. Aber... scheinbar, sonst sieht der Wasser von dem Garados easy peasy. Was hast du gerade? Verfolgung? Junge, ich gehe doch nicht raus. Ich fiste dich. Siehst du das nicht, dass ich dich fiste? So eine Steinkante würde wehtun. Aber ich glaube, das hast du nicht drauf. Ach ne, Tiefschlag war das, nicht Verfolgung. Okay. Okay, dann ist alles gut. So, dann hast du noch eins. Das ist auf jeden Fall eine schöne Auswahl schon mal bisher. Ein Jurob, das haben wir noch gar nicht gesehen, glaube ich. Ein Jurob.
Europe ist ja noch kein Eis-Pokémon, das ist nur Wasser. Heißt, wenn, dann müssten wir einen Dönerblitz draufhauen. Könnten wir mit Dirty Doris eigentlich machen. Zwar paralysiert, aber ja, komm. Bisschen Screentime für alle. So. Kann man eigentlich in Prismania? Ne, da kann man keinen Mondstein kaufen, oder? Ich finde es immer noch echt seltsam, dass wir keinen Mondstein gefunden haben. Das kann doch nicht sein. Das ist mir ein bisschen suspekt. Wasser, die ist okay. Dürfte nicht so viel machen, ja. Ist schließlich nur eine Prio-Attacke. Donnerblitz macht aber auch nicht so viel, muss ich zugeben. Hätte ich mehr erwartet. Aber solange da nur eine Wasserdüse kommt, soll es mich nicht stören. So langsam ist es aber kritisch, wenn der Donnerblitz jetzt nicht reicht. Wenn er jetzt was anderes einsetzt, wenn er plötzlich spontan Lust hat, Aquawelle einzusetzen, dann ist nicht gut. Aber ich probier's. Ja. Seltsame Pause. Jetzt kommt nur die Wasserdüse. Und wir sind nicht paralysiert. Das ist sehr gut. Ja, Dirty Doris auch einen Kampf gewonnen. Wunderbärchen. Kaidos 3 Level 30. Nice. Lugiko auch. Nice. Cherry 27, nice. Sonst noch mehr? Nein? Okay. Ich gewinne ganz viel Geld. Erstmal ausgeben. So, wie sieht es eigentlich mit der Zeit aus? Die Zeit ist recht vorangeschritten. Hier haben wir Abras. Haben wir schon eins? Alter, ein wildes Radikal, Junge. Chill. Ein Taubsi, das mich abballern möchte. Noch ein Pumelo. Ja. Ja, man könnte ein Lockparfum versuchen, aber ich glaube hier, also früher war hier, glaube ich, Vulpix war hier, glaube ich, früher. So ein spezielles Pokémon. Der möchte natürlich auch noch fighten, aber da kann sie die knicken, Junge. Geh erstmal nach Prismania. Ja, schicke Musik auf jeden Fall. Latsch nicht an da vor mir rum, oder willst du das mit Team Rocket anlegen? Ist okay. Nur eine nette Konversation von Mensch zu Mensch führen. Dann heilen wir uns erstmal. Und, dann würde ich sagen, beenden wir den Part, oder? Ich habe ein paar Kämpfe geschnitten, aber ich glaube, da, ja, das dürfte ja hinkommen mit der Zeit. Dann beehre ich dich natürlich bald wieder. Wir könnten noch ein bisschen quatschen hier. Komm, das machen wir noch kurz. Abra! Ich habe auch eins. Tihi, Madame Prismania, grüß dich, junger Herr. Ich bin diejenige, welche dir einen Blick auf zukünftige Begegnungen gewähren kann. Welches Wesen werden diejenigen besitzen, mit denen das Schicksal dich zusammenführt? Wie gesagt, 10.000 kann ich deine Zukunft sehen, das ist der Fall. Was? Was zur Hölle will die mir sagen? Zeig mir die Tür. Irgendwas mit dem Wesen? Soll ich das machen? 10.000 klingt nach verdammt viel. Ist das eine einmalige Sache oder ist das... Wenn ich ein Pokémon hätte, würde ich mich sofort zum Pokémon-Weg aufmachen. Zum Pokémon-Weg? Was ist denn das? Und hörst du auf, bitte den Gentleman hier von hinten an zu rempeln? Das ist nicht nett. Lugiko, aus. Die Pokeflöte erzeugt einen besonderen Ton, den Menschen nicht hören können. Deshalb kann man mit ihr auch schlafenden Pokémon aufwecken. Der Ton schränkt sie auf. Okay. Da ist schon wieder der geile Lolli-Typ. Siehst du die Frau dort hinten in der Ecke? Die mit dem Abraham Schlepptau? Viele Leute munkeln, dass sie eine unglaublich talentierte Wahrsagerin sein soll. Ja, irgendwas sowas hatte die auch gemeint. Aber ich bin noch nicht so überzeugt von den 10.000. Bin aus Alola gekommen, um so viele der hier in Kanto heimischen Vulpix zu sammeln, wie möglich. Was ich zu wenig eins, falls ich habe, gegen einen Vulpix tauschen? Ich habe, glaube ich, eins, oder? Ja. Amy. Oh, aber das hat einen Spitznamen.
Kann ich das umbenennen in Amy? Wahrscheinlich nicht, oder? Weil es getauscht ist. Aber ich will eigentlich schon Alola Vulpix. Das würde ich sogar ins Team nehmen, weil es ist halt Eis. Vielleicht würde ich das sogar statt Aiden austauschen. Ich werde es auf jeden Fall tauschen. Zum Tausch anbieten. Weil ich möchte einen Alola Vulpix haben. Dann gucken wir direkt mal nach, ob ich das vielleicht sogar umbenennen kann. Das wäre natürlich Premium. Alles Gute, Amys. Tut mir leid, dass ich wegtausche, aber... Gedanklich bist du jetzt ein Alola Vulpix. Was um 1000 Milliardenfach cuter ist. So. Klasse. Cool. Dankeschön. Im Unterschied zu ihren Artgenossen als Kanto gehören Vulpix in ihrer Alola-Form übrigens dem Typ Eis an. Ja. Wollen wir doch direkt mal ganz kurz gucken, bevor ich das nämlich vergesse. Ja, dann wird der Part jetzt halt ein bisschen länger. Ist ja egal. Komm hier. Vulpix. Ich kann es nicht umbenennen. Das ist schade. Wenn ich es dem... Also ich kann hier doch Pokémon umbenennen, oder? In der Box. Ja, Name ändern. Das steht hier nicht. Ich übersehe es nicht, sondern es ist wirklich nicht da. Okay, ich kann es leider nicht umbenennen. Ja, es tut mir leid, Amy. Komm, in Gedenken an Amy werden wir jetzt irgendwas nach Amy benennen. Dann werden wir... Das ist schon blocky. Scheiße. Haben wir kein süßes Pokémon mehr? Hey, Pummeluff ist doch süß. Komm. Hier, Pummeluff. Name ändern. Amy. In Gedenken. Du wirst aber für immer ein Vulpix bleiben. So. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Alola Vulpix haltet. Ob wir das statt Aiden ins Team nehmen sollen. Es braucht ja einen Eisstein, um sich weiter zu entwickeln. Der wird es bestimmt hier im Einkaufszentrum geben, könnte ich mir vorstellen. Ja, ob wir Alola Vulpix ins Team nehmen wollen. Würde ich auf jeden Fall gutheißen. Oder ob ich sogar wen anders rausschmeißen soll, wer weiß. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Erst nochmal der Lolli-Typ. Oh, du siehst so aus, als hättest du gerade ein ganz fantastisches Abenteuer hinter dir. Bock auf ein weiteres? Die bombastischen neuen Attacken. Ach so, ja, das sind Attacken, Fritzi. Ja, das, ich habe, da wurde ich schon gespoilert, dass es noch mehrere Attacken gibt, aber nicht, was es für Attacken gibt. Hier, Blucksauger, Flackerbrand, die kennen wir ja schon. Pulsieraura und Quellzone. Pulsieraura, was ist das denn? Ja, mach mal. Ergo? Psycho. Und das macht, greift Gnades mit einer Wand erzeugt, die speziell... Okay, mit Lichtschild inklusive. Alles klar. Was war das andere? Quail irgendwas? Das klingt nach Gift. Quailzone. Oder Unlicht vielleicht. Gift oder Unlicht. Unlicht tippe ich jetzt einfach mal. Es ist Unlicht. Das ist... Dunkle Seite und greift an. Da wird eine ganz andere Wand erzeugt, die physisch... Ach so, mit einem Reflektor-Intus. Das ist speziell. Das andere war wahrscheinlich auch speziell, ne? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ne, ich glaube, ich behalte einfach mal die Knisterladung. Und dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ich das machen soll. Natürlich nicht spoilern, was es ist. Aber, ob sich das lohnt, die 10.000 zu bezahlen, oder ob das irgendwie total useless ist. Ich meine, ja gut, einmal 10.000 kann ich vielleicht schon machen, aber muss man das irgendwie mehrmals machen? Oder ist das... Kann ich das einmal machen, dann ist das was ganz Tolles. Ja, was auch immer. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ich würde sagen, ich hole erstmal kurz das Kadabra raus. Aus dem Pokéball. Flupp. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und tschüss, Aiden.